Hallo zusammen, ich habe für euch den Edge 1050 und Edge 1040. Ich möchte euch in diesem Video die Unterschiede zeigen. Im ersten Teil zeige ich euch, was ihr alles auswählen könnt, was ihr alles damit machen könnt. Und ich zeige euch im zweiten Teil natürlich, wie das Ganze dann hier in der Praxis aussieht, was dann hier die Unterschiede der beiden Geräte sind. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, hier haben wir jetzt beide Garmin Edge Geräte. Wir haben oben einen Garmin Edge 1050, der hier ein bisschen mit seinem eckigen Design aufschlägt. Und den Garmin Edge 1040, der etwas runder gestaltet ist. Wir sehen auch hier, wir haben jetzt hier beim Garmin Edge 1040 auch so ein Gummi mit dabei. Das heißt also, das bekommst du auch hier mit ausgeliefert. Anders sieht es beim Garmin Edge 1050 aus. Da gibt es jetzt hier keine weiteren Schutzmöglichkeiten, die mit ausgeliefert werden. Was beide Geräte haben mitgeliefert bekommen, ist aber das Mount. Das haben hier beide dabei. Das heißt also, ihr habt auch alles dabei, um das Ganze hier ans Fahrrad zu installieren. Oder es gibt dann hier auch so Klemmen, die ihr dann mit einem Gummiband hier festmachen könnt. Auch das wird entsprechend mit ausgeliefert. Beide Geräte haben einen USB-C-Anschluss. Beide Geräte nutzen dann auch entsprechend natürlich dann hier die USB-Schnittstelle, falls ihr das hier mit dem Computer verbinden wollt oder das Gerät aufladen möchtet. Wenn wir uns jetzt mal das Menü des Garmin Edge 1050 anschauen, können wir sehen, das ist auch schön modern gestaltet. Das heißt also, wir haben oben einmal die Gradprofile zur Auswahl mit einer Statistik, wie viel ihr schon in jeweiligen Profil gefahren seid. Wir sehen jetzt hier E-Bike zum Beispiel 112 Kilometer bis jetzt bei mir oder dann Gravel 26 Kilometer. Das gleiche haben wir beim Garmin Edge 1040. Auch er hat hier verschiedene Profile. Wir sehen jetzt hier Rennrad, Mountainbike und Indoor. Also ihr könnt es auch selber dann beschriften bzw. dann hier individuell gestalten. Jedes Profil hat dann auch hier eigene Datenseiten. Das heißt also auch da wird dann jeweils, welches Profil ihr auswählt, dann die Datenseiten angezeigt für das, was ihr da hinterlegt habt. Das heißt also, ihr könnt es hier auch für euch maximal individualisieren. Das ist gerade interessant. Wenn ihr zum Beispiel ein E-Bike habt und hier ja zum Beispiel Akkustand wissen wollt etc., dann könnt ihr das zum Beispiel hier hinterlegen und bekommt es dann beim E-Bike-Profil angezeigt, aber nicht beim Gravel-Profil, wo es dann hier auch keinen Sinn macht. Wenn wir beim Edge 1050 mal von oben nach unten scrollen, dann sehen wir auch hier, bekommen wir so eine kleine Übersicht angezeigt. Sind hier, ich habe das Ganze auf Autohelligkeit stehen. Wir können hier zum Beispiel das GPS einstellen, sehen hier beste Genauigkeit, ausbalanciert und Akkulaufzeit. Ich werde jetzt beim Test hier mit der besten Genauigkeit fahren. Das heißt also, er wählt jetzt nicht selber aus. Ich gebe ihm einfach fest vor, dass er mit Multiband fahren soll. Ihr könnt hier die Profile bearbeiten, beziehungsweise könnt hier auch dann die Töne einstellen. Der Garmin Edge 1050 hat nämlich hier auch jetzt eine Sprachausgabe, beziehungsweise einmal einen Signalton und eine Sprachausgabe. Ihr könnt je nachdem wählen, was ihr da haben möchtet. Wenn wir beim Edge 1040 herunterscrollen, bekommen wir eine ähnliche Anzeige. Wir sehen jetzt hier auch hier, können wir die Profile verwalten. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, wenn wir aufs GPS gehen, hier auch das beste GPS auszuwählen oder Autoselect zu machen. Das heißt also, es ist genauso. Auch hier fahre ich jetzt mit dem besten GPS. Und wir können sehen, dass wir hier auch jetzt Sensoren verbinden können. Was natürlich hier jetzt fehlt, ist dann hier, wenn wir es vergleichen, die Lautstärke-Einstellung. Wenn wir jetzt von links nach rechts scrollen, kommen wir beim Edge 1050 dann hier in die Steuerung. Wir sehen jetzt hier, wir können Fahrradalarme einrichten. Wir können es aber auch eigene Strecken direkt hier suchen oder ein Training suchen. Das ist hier möglich. Fahrradalarm ist dafür da, wenn ihr das Fahrrad abstellt, dann könnt ihr den Pin hinterlegen, dann bekommt ihr eine Meldung auf die Uhr. Zum Beispiel, wenn ihr eine Garmin-Uhr habt, bekommt ihr die Meldung. Oder es gibt hier einen Alarm, natürlich einen Signalton, wenn das Rad bewegt wird. Wenn wir beim Edge 1040 rüber scrollen, bekommen wir das Gleiche. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, Fahrradalarme einzurichten, Strecke zu suchen oder dann ein Training. Das nächste ist dann hier die Benachrichtigung. Ihr könnt auch Benachrichtigung anzeigen lassen. Auch das haben wir dann hier auf dem Edge 1050. Das ist das Gleiche. Hier bekommt ihr auch eine Benachrichtigung angezeigt. Ihr könnt diese dann stumm schalten. Und wir haben dann natürlich dann auch eine Wetterübersicht. Wenn wir rüber scrollen, sehen wir hier, bekommen wir ebenfalls eine Wetterprognose angezeigt. Auch hier dann für die nächsten Stunden. Als natürlich dann auch hier, wie sich das Ganze dann hier alles entwickelt. Oh, das war einfach zu falsch. So. Das Gleiche ist dann ebenfalls hier. Wir sehen auch hier ebenfalls die Entwicklung des Wetters. Und wir hoffen mal nicht, dass wir in den Regen reinkommen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja deutlich unter 100% bzw. 50%. Also drücken wir mal die Daumen. Dann habt ihr auch die Option hier, wenn ihr jetzt Strava Live-Segmente nutzt, hier das Ganze euch anzeigen zu lassen. Wir sehen jetzt hier, sucht es gerade. Dafür braucht ihr aber einen Strava-Abonnent. Das heißt also, es geht nur, wenn ihr dann Strava-Mitglied seid. Dann könnt ihr euch direkt auch hier ja Segmente anlegen bzw. auswählen. Wir können einfach eins draufgehen. Dann bekommen wir dann hier eins angezeigt. Das können wir dann herunterladen und entsprechend dann auf dem Gerät hinterlegen. Ihr könnt es natürlich dann auch in Strava hier mit den Favoriten anlegen. Das heißt also, das müsst ihr jetzt hier nicht übers Gerät machen, aber ihr könnt euch zumindest mal anschauen, was bei euch alles in der Nähe ist. Das Gleiche haben wir natürlich auch beim Edge 1040. Da bekommen wir dann ebenfalls das Segment angezeigt. Gleiches Vorgehen. Auch hier, wenn wir das gleiche Segment nochmal anschauen,
was hier jetzt in der Nähe ist, bekommen dann auch hier die Karte angezeigt. Hier muss man dann durch die Karte klicken. Das heißt also, wir bekommen jetzt nicht dies direkt Übersichtsmenü, wie wir es gerade eben gesehen haben. Aber so habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, hier euch die Segmente anzuschauen bzw. diese dann hier zu aktivieren oder zu hinterlegen. Ebenfalls gibt es dann auch die Climb-Funktion. Wir sehen jetzt hier gleich alle Berge, die hier bei mir in der Nähe sind. Falls ihr es piepen hört, das liegt einfach am Edge 1040. Der verbindet hier gerade die Sensoren, deswegen piept es hier so ein bisschen. Und also hier, es dauert einen kleinen Moment, bis er hier die Berge anzeigt. Das gleiche haben wir natürlich auch beim Edge 1040. Hier gibt es dann auch die Anstiege. Wir sehen aber, hier kommt erst der Trainer und ganz hinten die Anstiege. Das heißt also, es ist ein bisschen anders angeordnet. Aber auch hier sucht gerade das Gerät dann entsprechend die Anzeige. Wir sehen jetzt hier, der 1050er hat jetzt schon die Anstiege gefunden. Die werden diese auch in verschiedene Kategorien eingeteilt. 4, 4, 1 oder höhere Kategorie. Also je nachdem, was ihr dann fahren wollt an Steigung. Und auch das könnt ihr euch dann anschauen. Jetzt sehen wir einmal hier das Bergprofil. Ihr könnt euch dann auch dann direkt hier hin navigieren lassen und könnt dann hier so euer Training starten bzw. direkt loslegen, falls ihr jetzt dann einen Berg fahren möchtet und ihr ja, Berg in der Nähe habt. Das gleiche dann auch beim 1040er. Wenn wir es mal kurz vergleichen, hier bekommt man, wie gesagt, beim 1050er schon die Kategorien angezeigt. Beim 1040er ist einfach nur die Aufschlüsselung, also hier gibt es keine Kategorien, aber du siehst auch hier die prozentuale Steigung. Und wenn wir auch hier reinschauen, bekommt ihr ebenfalls Übersicht angezeigt und könnt euch dann zum Berg navigieren lassen. Das heißt also, in der Übersicht generell gibt es hier kleine Unterschiede, aber von der Funktion her ist das Gleiche. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die es nur beim 1050er gibt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, hier auch Garmin Pay zu nutzen, falls ihr Garmin Pay nutzen möchtet oder mal nutzen könnt. Ich habe es jetzt nicht dabei, weil meine Bank das nicht unterstützt und ich jetzt nicht noch eine weitere Bank nutzen möchte. Aber hier ist auf jeden Fall das möglich. Und wir haben natürlich die Option, dann auch hier einen Trainer zu verbinden. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Tax hast oder einen Wahoo-Trainer, ja, den kannst du dann verbinden, einen smarten Trainer. Dann kannst du nämlich deine Strecken abfahren, beziehungsweise dann steuert der Garmin Edge hier entsprechend die Schwierigkeit beziehungsweise die Widerstände. Und dann kannst du dann entsprechend hier auch Indoor trainieren. Das gleiche haben wir dann, wie gesagt, auf dem Edge 1040 ebenfalls. Auch hier habe ich jetzt gerade schon den Trainer verbunden. Und hier kann man zum Beispiel die Steigung manuell einstellen, aber auch hier ist es möglich, dann hier eine Route abzufahren oder dann auch entsprechend mit Widerständen zu trainieren. Und auch hier steuert der Edge 1040 dann entsprechend den Trainer. Wenn wir dann mal zur Einstellung zurückgehen, bekommen wir dann auch so eine kleine Übersicht angezeigt. Wir sehen jetzt hier die letzte Strecke, die ich jetzt draufgeladen habe, die wir jetzt gleich fahren werden, bekommen wir angezeigt. Ihr habt auch mal hier einen kleinen Überblick über das Wetter, als auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das gleiche haben wir natürlich dann auch hier auf dem Edge 1050. Auch hier bekommt ihr dann das ganze Menü angezeigt. Wir sehen auch hier das Wetter oder dann auch den Sonnenverlauf. Und da können wir natürlich dann auch hier entsprechend reingehen und uns das Ganze nochmal genauer anschauen, falls euch das dann im Detail interessiert, wie sich das über die Tage entwickelt. Also wie gesagt, da gibt es jetzt hier wirklich keine wesentlichen Unterschiede. Dann haben wir natürlich den Kompass bzw. Trainingszustand wird uns angezeigt, als auch die VO2 Max und ja den Trainingskalender. Auch hier bekommen wir dann mit dem Edge 1040 das Ganze auch so angezeigt. Auch hier haben wir den Trainingszustand, die VO2 Max, als auch das Training. Und wenn wir mal in den Trainingszustand hineingehen, dann sehen wir auch so eine kleine Übersicht angezeigt, wie mein Trainingsload aktuell ist, mein VO2 Max am Radfahren. Das gleiche haben wir natürlich dann auch hier beim Edge 1050. Auch da bekommen die Werte angezeigt. Die VO2 Max bekommt ihr aber nur, wenn ihr dann entsprechend ein Leistungsmesser am Fahrrad habt. Sonst bekommt ihr hier keine Werte mit angezeigt. Und dann gibt es natürlich noch einen Belastungsfokus, Leistung, Watt pro Kilo, als auch die akute Belastung. Jedes Widget, wo ihr dann reingeht, bekommt natürlich noch mal ein paar Details mehr. Ich wollte es jetzt nur ein bisschen im Groben mal zeigen. Wir sehen jetzt auch hier, wenn wir beim Edge 1040 schauen, auch hier gibt es dann die akute Belastung. Ich bin jetzt etwas bisschen unterhalb von dem, was ich trainiere. Wir sehen hier, das ist alles hier synchron. Und wenn ihr jetzt hier eine Garmin-Uhr habt, wie zum Beispiel eine Apex Pro Generation 2, dann wird es natürlich alles mitsynchronisiert. Das heißt also Laufen, Radfahren, alles wird dann im Trainingsload berücksichtigt und dann auch auf den Edge-Geräten mit eingerechnet. Und dann haben wir natürlich noch Radfahrvermögen, als dann auch noch den Garmin-Coach, wobei der Garmin-Coach hier bei mir nicht funktioniert. Warum der hier auf dem Edge 1040 drauf ist, weiß ich nicht. Den Garmin-Coach selber haben wir auf dem 1050er jetzt nicht, aber wir haben das Radfahrvermögen dabei. Auch hier bekommt dann ebenfalls dann angezeigt, in welchen Trainingsbereichen unterwegs seid, beziehungsweise könnt euch das dann auch nochmal hier im Detail nochmal in der Analyse anschauen, was das alles dann hier konkret bedeutet, falls euch das dann hier fürs Training interessiert. Und es gibt dann noch ein Hauptevent, beziehungsweise ein Eventkalender. Ihr könnt euch nämlich dann auch Events hinterlegen, auf die ihr dann trainieren könnt. Da bekommt ihr dann Trainingsvorschläge angezeigt. Das haben wir hier natürlich auch beim Edge 1050. Auch hier ist dann hier ein Hauptevent hinterlegt. Na, wo ist es? Das sehen wir hier oben. Da ist in 7 Wochen ist dann jetzt ein Lauf. Da habe ich jetzt einen Lauf hinterlegt. Und da bekommt ihr natürlich dann auch hier Trainingsvorschläge dann angezeigt, wenn ihr das möchtet.
Und es gibt natürlich noch die Erholungszeit als auch das Protokoll. Auch das haben wir unten natürlich, Fitnessalter, Protokoll und Erholungszeit. Und beide Geräte unterstützen dann auch die Group-Ride-Funktion. Also das heißt, wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid und andere haben auch Garmin-Geräte, dann gibt es hier eine Gruppenfunktion. Ich kann es leider nicht zeigen, weil ich habe jetzt niemanden, der ein Garmin-Gerät hat und dann mit mir fahren würde. Daher kann ich das, wie gesagt, an dieser Stelle nicht zeigen. Aber die Option besteht auch bei beiden Geräten. Es wird zwar beim 1050er etwas mehr beworben, aber der 1040er kann das auch schon. Also da gibt es auf jeden Fall keine großen Unterschiede. Falls du die Group-Ride-Funktion schon nutzt und ja meine Erfahrung hast, dann gibst du auch gerne mal in den Kommentaren wieder, wie gut, wie schlecht das Ganze ist. Wie gesagt, ich persönlich kann es leider jetzt an dieser Stelle nicht testen. Ja, dann kommen wir mal zu den Hauptfunktionen der Geräte. Und zwar einmal ist es natürlich die Navigation. Wenn wir jetzt hier auf den Edge 1050 auf die Navigation gehen, dann sehen wir auch hier, wir haben zum Beispiel einmal die Möglichkeit, uns die Karte anzeigen zu lassen. Wir bekommen dann eine kleine Übersicht der Karte, beziehungsweise ihr könnt euch dann auch hier Punkte auswählen, wo ihr euch hin navigieren lassen möchtet. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, mit dem neuesten Update, wenn ihr Apple Maps habt, hier einen Punkt rauszusuchen oder was Bestimmtes und das an das Gerät übertragen. Und dann könnt ihr euch ebenfalls hier entsprechend hin navigieren lassen. Da gibt es dann eine Kommunikation. Wir haben natürlich dann klassisch einmal die Strecken, die wir selber geplant haben. Ich habe zum Beispiel über Komoot alles geplant. Dann bekommt es dann auch hier angezeigt. Ihr könnt natürlich dann auch über Garmin selber planen. Das ist möglich. Auf jeden Fall habt ihr dann hier die Übersicht der Strecken. Das gleiche ist natürlich auch beim Edge 1040. Anders als jetzt hier beim 1050er gibt es jetzt keinen eigenen Navigationsbutton. Vielmehr ist das Ganze hier im Kompass eingebaut. Wenn wir da auf die Navigation gehen, haben wir ebenfalls auch die Möglichkeit, einmal die Karte zu durchsuchen. Auch hier entsprechend dann einen Punkt auszuwählen. Als natürlich dann auch hier gibt es die Streckenübersicht. Ebenfalls funktioniert ja auch alles mit der Streckenplanung. Das heißt, also auch hier kannst du Strecken importieren, wenn es eine GBX-Datei ist oder über Komoot planen oder dann über Garmin selber. Oder du kannst natürlich dann auch hier, wenn du aufs Plus gehst, einen sogenannten Roundtrip Routing machen. Das heißt also, du gibst dann hier Werte ein, wie weit du fahren möchtest, welche Richtung, und dann wird hier per Heatmap das Ganze entsprechend hier auch für euch berechnet. Dieselbe Funktion gibt es natürlich auch auf dem 1050er. Wenn ihr jetzt auf gespeicherte Strecken seid, könnt ihr auch auf das Plus gehen, könnt ihr ebenfalls einmal Routen planen und auch hier das Roundtrip Routing nutzen, falls ihr jetzt keine Strecke planen wollt und einfach direkt loslegen möchtet. Wenn ihr zum Beispiel auf Geschäftsreise seid und jetzt ein Fahrrad habt, dann ist das auf jeden Fall auch eine Option. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch hier Points of Interest anzeigen zu lassen. Das heißt also alles, was hier so in der Nähe ist, Fahrradläden, Gastronomie, Toiletten, Wasser, also alles, was damit wirklich interessant ist, auch Restaurants bzw. Schlafmöglichkeiten. Also hier ist wirklich alles mit dabei und ihr könnt euch dann auch direkt hinein navigieren lassen. Das gleiche haben wir natürlich auch auf dem Edge 1040. Hier nennt sich das Ganze aber Suchen. Wenn wir da reingehen, auch hier bekommen wir die gleichen Punkte angezeigt. Ihr könnt einfach mal in Restaurants draufgehen, dann kriegt ihr alle Restaurants angezeigt, beziehungsweise könnt euch das dann auswählen. Ebenfalls gibt es dann auch hier die Möglichkeit, die Mountainbike-Trail-Navigation durchzuführen. Das heißt also, wenn du jetzt hier in der Nähe einen Trail fahren möchtest, dann kannst du dich jetzt alles anzeigen lassen. Wir sehen hier die Berge, die in der Nähe sind. Wir können jetzt nach Bensheim gehen und dann bekommt ihr dann hier alles angezeigt, was in der Nähe ist und was der Startpunkt ist. Da wirst du dann hin navigiert. Das gleiche haben wir natürlich dann auch auf dem Edge 1040. Ebenfalls gibt es dann auch hier das Trail-Netzwerk. Und es kann also mal einen kurzen Moment dauern, bis du es angezeigt bekommst, weil die Daten werden dann übers Handy gezogen, beziehungsweise über Garmin Connect. Und hier ist ebenfalls dann, bekommt ihr dann auch hier die Trails angezeigt und könnt euch dann entsprechend hier hinfahren lassen, wenn ihr das möchtet. Stichwort Mountainbiken. Beide Geräte unterstützen auch Crit and Flow. Das heißt also, es gibt eine Auswertung, wie ihr dann ein Trail hochfahrt, ein Trail runterfahrt. Und es gibt dann auch Sprunganalysen, falls ihr dann hier mit den Geräten auch wirklich dann hier Sprünge machen solltet. Ist auf jeden Fall auf beiden Geräten möglich. Zu guter Letzt ist natürlich auch noch interessant, was ihr trainieren könnt. Es gibt dann auch noch eine Trainingsfunktion. Wenn wir hier auf Training draufgehen, bekommt ihr so einen kleinen Übersicht angezeigt. Ich habe jetzt hier keinen Trainingsplan synchronisiert, deswegen steht Erholungstag. Ihr habt einmal die Möglichkeit, euch Trainings direkt anschauen zu lassen. Es gibt dann tägliche Trainingsvorschläge zum Beispiel. Sehen wir jetzt hier heute Basistraining, wird mir angeboten. Es liegt jetzt an meinem Plan, den ich hinterlegt habe für dieses Event. Da könnt ihr es dann, kriegt ihr dann angezeigt, wie viel ihr da trainieren sollt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit natürlich hier Intervalle zu trainieren. Und es gibt dann auch die Option, hier direkt zu Segmenten zu fahren. Das heißt, auch hier wieder haben wir dann die Strava Live Segmente, falls ihr dann jetzt hier diese abfahren möchtet und richtig Gas geben wollt. Als natürlich Smart Trainer, das haben wir schon gesehen. Oder ihr habt dann auch die Möglichkeit, gegen alte Aktivitäten anzutreten, also draußen jetzt, um gegen diese zu fahren. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt noch nicht so viele Strecken drauf. Wir sehen jetzt hier das Tourprotokoll. Das ist jetzt hier nur 3 Routen, die ich bis gefahren bin. Aber ihr könnt euch natürlich dann auch, wir haben es gerade gesehen, gespeicherte Strecken hier, gibt es ein bisschen mehr, gegen diese dann antreten und hier die Zeiten schlagen, die ihr schon erreicht habt.
Das gleiche gibt es auch beim Edge 1040. Hier haben wir jetzt Training als Training, also es gibt keinen eigenen Button. Aber auch hier gibt es dann den Trainingsplan, den ihr auch einmal anschauen könnt. Wir sehen auch hier gibt es das Basistraining, das ich jetzt absolvieren kann. Aber natürlich dann auch hier dann Trainings an sich. Also wenn ihr jetzt Trainings hinterlegt habt, die ihr zum Beispiel in Garmin Connect geplant habt, geht natürlich auch hier oben. Die bekommt ihr dann auch ebenfalls angezeigt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, glaube ich, habe einen Dummy-Wert mal gemacht mit Warm-Up. Und dann hier, was man so fahren kann. Das ist jetzt nicht für bare Münze zu nehmen, was ich hier angegeben habe. Und es gibt auch hier Strava Live-Segmente, gegen die ihr antreten könnt. Als natürlich ein Smart-Trainer, ich hatte es ja angesprochen. Oder auch Intervalle sind möglich. Für die Strecke jetzt habe ich einen sogenannten Power-Guide angelegt. Das heißt also, wenn du eine navigierte Strecke hast oder beziehungsweise eine geplante Strecke, kannst du sagen, okay, ich möchte zu einer gewissen Zeit ankommen und kann mir einen Guide erstellen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Jetzt hier für die Strecke ist es schon vorhanden. Bekomme einmal die Streckenübersicht angezeigt, als natürlich dann auch das Höhenprofil und die Wattwerte, die man fahren kann. Und wir sehen auch hier, das Ganze ist etwas schwieriger eingestellt. Servus, grüß dich. Wir haben hier zum Beispiel den FTP-Wert, der jetzt hinterlegt ist, als natürlich dann auch die Position. Also ihr könnt es dann individuell für euch einstellen. Ja, Stamina wird ebenfalls mit berücksichtigt. Und das Ganze wird dann in Splits eingeteilt. Das heißt also, so kannst du dann auch eine Art Raceplan erstellen, wenn du jetzt mal eine längere Strecke hast. Dann hast du es auf jeden Fall mit dabei. Und das Gleiche gibt es natürlich dann auch hier beim Training Power Guide. Auch da der gleiche Power Guide, wie jetzt wir gerade gesehen haben. Von der Funktion her genau dasselbe. Und auch hier bekommen wir das Ganze angezeigt. Also wir sehen hier, gibt es sehr viele Softwareüberschneidungen. Zur Strecke selbst können wir noch sagen, wenn wir uns mal kurz die Strecke anschauen, wir bekommen hier so einen kleinen Überblick angezeigt. Einmal hier die Steigung, aber dann auch die Übersicht, die Geschwindigkeit, Höhe, aber auch dann die Oberfläche werden uns angezeigt, welche Typen hier sind. Und die Streckenanforderungen wird uns ebenfalls hier ausgewertet, was dann unser Trainingseffekt ist. Und ihr bekommt dann auch einen Anstieg angezeigt. Wir sind jetzt hier, in dem Fall ist es nur ein einziger Anstieg. Ihr könnt es auch übrigens in Climb Pro einstellen, welche Kategorien ab, ja, wann ihr es eigentlich angezeigt haben möchtet. Ich habe es in diesem Fall jetzt hier alle Kategorien mit drin. Das auch auf beiden Geräten möglich. Das heißt also, wenn ihr jetzt die kleinsten Berge nicht haben wollt, dann werden diese euch auch nicht angezeigt, wenn ihr das nicht möchtet, hier bei Climb Pro. Das gleiche auch beim 1040er. Wir beginnen auch hier jetzt in die Strecke rein. Auch hier bekommen wir das Ganze angezeigt. Ebenfalls in der Übersicht. Seht auch hier keine großen wirklichen Unterschiede. Anstieg und Abstieg haben wir dabei. Dann hier, ja, da ist irgendwie irgendein Übersetzungsfehler drin. Es gab jetzt hier ein Update. Also auch hier die Oberfläche wird uns ebenfalls mit angezeigt, wie sie es zusammensetzt. Als dann auch hier die Streckenanforderungen und natürlich auch hier die Anstiege. Gleiches Vorgehen. Auch hier könnt ihr natürlich einstellen, welche Anstiegstypen ihr hier haben möchtet. Und es gibt dann hier natürlich den Power Guide, den wählen wir jetzt dann aus. Das haben wir jetzt oben auch und den wollen wir jetzt auch gleich fahren, um euch das Ganze mal zu zeigen, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt einfach hier mal auf los und dann, ja, auf los geht's dann los. Ja, bevor wir starten, ich werde bei den Garmin Edge Geräten hier einmal ein, ja, Leistungsmesser verbunden haben. In dem Fall ist es die Garmin Rally Pedale, die ich hier aktuell habe. Ich habe dann auch hier ein, ja, Sensor mit drin für die Trittfrequenz, als hier vorne auch ein Geschwindigkeitssensor, der ist hier vorne an der Radnabe. Und natürlich habe ich jetzt hier, oder na, nicht natürlich, aber ich habe hier eine elektrische Schaltung von SRAM, die ist ebenfalls hier mit den Edge-Geräten dann verbunden, bezüglich dann halt auch hier interessant für die Akkulaufzeit. Den Edge 1050 starten wir jetzt hier bei 96% und den Edge 1040 bei 69%. Beim Edge 1040 haben wir dann auch hier noch Solarpanels verbaut, wobei, ich muss sagen, die Witterung, ja, ist alles andere als optimal heute für Solareinspeisung. Aber theoretisch hat er die Möglichkeit, hier auch noch, ja, Strom zu tanken. Und alle Displays sind hier auf automatisch eingestellt. Das heißt also hier automatische Helligkeit der Geräte. Ja, wenn wir uns die Übersicht der Karten anschauen, wir haben jetzt bei beiden Geräten hier die Situation, dass wir einmal hin und zurück die Strecke fahren, ein kleines Stück, das sehen wir hier an dem weißen Pfeil, aber wir bekommen auch gut angezeigt, wo wir dann hin müssen. Ihr könnt natürlich aus der Karte herauszoomen und dann seht ihr im Detail auch nochmal, wo ihr genau seid. Seht dann Grünflächen, Flüsse sind dabei, Bahnlinien, aber natürlich auch Schotterwege werden euch angezeigt und ihr habt auch die Möglichkeit, euch die Straßennamen anzeigen zu lassen, beziehungsweise werden angezeigt, damit ihr wisst, wo ihr hier unterwegs seid. Das gleiche auf dem Edge 1040. Auch hier können wir natürlich rauszoomen und auch hier bekommen wir Details angezeigt, wie jetzt zum Beispiel Grünanlagen bzw. auch Flüsse und auch natürlich Bahnlinien. Das Ganze ist ein bisschen kontrastärmer als jetzt beim 1050er. Da ist natürlich das Ganze etwas schöner dargestellt bzw. ja, farbenfroher, würde ich sagen, oder kräftiger und man kann sich da
bisschen ja, besser orientieren, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es wird halt einfach ein bisschen schärfer dargestellt, ein bisschen lesbar, als es jetzt hier beim 1040er ist. Wir haben jetzt auch die Situation, dass natürlich das schlechte Wetter ist und die Sonne nicht so ganz reinknallt. Das ist beim Memory and Pixel Display natürlich ein kleiner Vorteil. Nichtsdestotrotz auch mit dem LCD-Display vom Edge 1050, wenn der Winkel passt und richtig eingestellt ist, dann kann man auch das Gerät wirklich sehr gut ablesen. Also ich hatte jetzt keine Probleme, als ich das Gerät selber dann getestet habe. Wir haben bei beiden Geräten auch die Möglichkeit, hier auf die Hand zu tippen. Und dann könnt ihr euch dann auch nochmal hier die Karte im Detail anschauen. Wenn ihr jetzt irgendwas suchen solltet, könnt ihr auch hier drauf tippen. Dann bekommt ihr die Koordinaten angezeigt. Das ist alles möglich. Oder ihr drückt einfach dann hier wieder auf das Ziel oder auf die Zielscheibe und dann landet ihr wieder direkt zurück. Unten bekommt ihr dann hier eine Übersicht des Profils, was vor euch steht. Wird überhaupt so einen kleinen Ausschnitt angezeigt und habt jetzt auch mal mit schon einen Überblick, was die nächsten Meter dann alles kommt. Ja, wir sind jetzt hier auf freie Felde und was jetzt hier aber interessant ist, wir fahren jetzt gleich in den Berg rein. Wir sehen jetzt hier, ist das Ganze auch schon markiert auf dem Edge 1050, sehen wir hier so, ich weiß nicht, ob du es gut erkennen kannst, so eine orange Linie. Das bedeutet einfach, dass jetzt hier gleich der Berg losgeht. Ich glaube Kategorie 4 ist es, wenn ich mich nicht täusche. Da wird dann angezeigt, genau, sehen wir schon mal den Verlauf des Berges, wie der dann hier sich hochschlängelt, dass die orange Linie, so lang geht dann die Steigung, bis die Linie dann aufhört. Das gleiche haben wir natürlich auch auf dem 1040er, da bekommen wir dann ebenfalls die orange Linie hier angezeigt. Sehen jetzt hier, wenn ich auf den Finger drauf gehen, können wir auch ebenfalls hier die Entwicklung sehen. Und wenn wir uns den Berg dann nähern, dann kommt auch hier die kleine Pro-Anzeige. Ihr bekommt direkt angezeigt, wo es dann lang geht oder wie es dann hoch geht. Wir sind jetzt hier Anstieg 128 Meter bis hin, sehen wir gerade unten beim 1040er. Oben auch bekommen wir den Anstieg angezeigt, wann der kommt. Falls Windgeräusche sind, bin ich das zu entschuldigen. Heute ist ein bisschen windiger. Und ja, wir sehen auch hier Kategorie 2 ist das Ganze. Wir bekommen ein bisschen mehr Details oben angezeigt, eben 1050er Bereich, ist ein bisschen farblicher, aber hier sehen wir dann auch hier Anstieg, dann findet es gleich statt. Und wenn wir nicht auf dem Datenfeld drauf sind, bekommt ihr dann auch direkt die Abbieghinweise auf der Karte angezeigt. Alles, was ihr gerade hört mit Abbiegung rechts, kommt vom 1050er, weil der 1040er hat hier keine Sprachausgabe, der kann nur piepsen an der Stelle. So, biegen wir das mal rechts ab und dann geht es auch gleich schon in den Berg hinein. Und jetzt bekommen wir auch die Meldung, Anstieg beginnt. Gleichzeitig, genau. Und dann kommen wir auch hier in die Climb Pro-Übersicht hinein. Ja, wenn wir uns Climb Pro mal genau anschauen, wir sind jetzt hier aktuell, das Schwarze sind wir gefahren. 399 Höhenmeter stehen noch vor uns. Und auch auf dem Edge 1040 das Gleiche. Wir sind jetzt hier unseren aktuellen Punkt, wo wir stehen. Und die Neigung wird gerade nicht angezeigt, weil wir stehen. Auch hier sehen wir dann die Reststeigung, Restdistanz. Und die aktuelle Höhe ist bei beiden Geräten dann gleich. Wir können auch mal ganz kurz auf den Blick auf die Karte werfen. Ihr könnt übrigens auch hier durchscrollen. Es gibt hier keine Tasten zum Durchscrollen. Das heißt also, der Edge 1040 und 1050 gehen hier komplett über Touch. Oder wenn ihr eine DUI-2-Schaltung habt oder eine SRAM-Schaltung, die jeweils hier dann einen Knopf hat, könnt ihr das Ganze verbinden und auch hier die Geräte steuern. Ich habe jetzt eine SRAM-elektrische Schaltung ohne Knopf. Also ich müsste noch ein Add-on kaufen. Das heißt also, ich muss momentan alles hier per Touch machen. Wenn wir auf die Karte kurz einen Blick werfen, wir müssen jetzt hier geradeaus weiterfahren. Es geht hier auch so ein, kein konventioneller Weg hoch, so ein gepflasterter. Der ist auch ein bisschen schwieriger, der wird auch ein bisschen hier zum Trail. Und wenn wir das Kartenmaterial an 1040er anschauen, sehen wir hier, das wird auch schön gepunktet dargestellt. Es ist auch keine wirkliche Rennradstrecke, die man fahren kann. Das gleiche auch hier mit dem 1050er. Auch hier wird es dann so gestrichelt dargestellt, damit du dann siehst, dass es hier eine unbefestigte Straße ist. Das hast du dann auch hier mit dem Überblick. Und du siehst mit den schwarzen Pfeilen immer, wie du dann auch fahren musst und hast dann auch immer die Richtung im Überblick, falls du jetzt eine Kreuzung hast, beziehungsweise eine Straßenkreuzung. Wir sehen auch hier, wir haben hier topografische Karten mit dabei. Das heißt also, hier sind die Linien auch so eingezeichnet. Ebenfalls sind auch hier die topografischen Linien mit dabei. Hier ist eben auch sogar schon die Höhenlinie, 250 Höhenmeter haben wir an der Stelle. Und natürlich dann auch so Essensstellen werden angezeigt. Das ist mit dabei. Und wenn wir mal runterscrollen, beziehungsweise runtergehen auf den Edge 1040, sehen wir auch hier die 250 Höhenmeter Linie ist ebenfalls hier mit eingezeichnet. Ja, wenn wir uns den Powerguide mal anschauen, können wir sehen, das Ganze wird ja in Splits eingeteilt. Wir sehen jetzt hier 744 Meter geht das Split noch. Durchschnittliche Watt ist 137. Guide sagt jetzt 168. Drehen mache ich jetzt gerade hier 161. 3 Sekunden Schnitt. Und ihr seht auch im schwarzen Bereich, beziehungsweise schwarze Balken, wo ihr gerade unterwegs seid. Das gleiche gibt es hier unten auch. Wir sehen jetzt hier auch hier das Split. 124 drehe ich jetzt gerade wieder. 176 soll ich. 137 ist der Durchschnitt. Interessant ist, es ist beides der gleiche Guide.
Aber ich kriege hier verschiedene Sachen angezeigt. Beim 1040er sind es 1,69 Kilometer noch. Beim 1050er 630, wie gesagt. Beide haben den gleichen Guide gekriegt. Ich weiß nicht, was er da nochmal verrechnet hat. Aber so habt ihr dann die Möglichkeit hier zu schauen, dass ihr eure Frequenzen tretet ohne Probleme, beziehungsweise ihr ja eure Ziele erreicht. Wenn ich jetzt einfach mal hier runtergehe und gar nichts mache, wenn wir sehen, gehen jetzt hier die Leisten runter. Ja, da habe ich mir heute echt das schnuckeligste Wetter ausgesucht, was es gibt. Ja, Thema Abbiegenweise, beziehungsweise nicht vorhandene Abbiegenweise. Wir sind jetzt hier, wir haben jetzt eine Aufspaltung der Straße, eine T-Kreuzung. Wir müssen jetzt nach rechts abbiegen. Und sowohl der Edge 1050 als auch 1040 gibt hier keine Abbiegenweise. Es ist immer noch so, dass ja so 1% der Abbiegenweise nicht auftauchen. Hier denkt das Gerät einfach, wir fahren geradeaus weiter. Und ja, ist manchmal leider nicht so, sondern man fährt jetzt definitiv rechts ab. Und ja, ist weiterhin vorhanden. Es ist nicht oft der Fall, aber es kommt leider hin und wieder vor. Und wir können auch sehen, wir haben jetzt hier schon mal eine Übersicht, wann die nächste Abbiegung kommt, in 54 Metern. Da drücken wir uns einfach mal drauf. Hier können wir nämlich auch sehen, was so die nächsten Abbiegungen sind. Das ist wie früher bei so einem Autonavi, was man früher dann gehabt hat. Konnte man sich das mal anschauen. So ähnlich funktioniert es auch hier mit dem Edge, mit den beiden Edge-Geräten. Auch hier bekommen wir dann ebenfalls Übersicht. Man sieht halt auch schon, es ist schon, was das Display angeht, schon etwas schärfer und gestochener scharf beim 1050er im Vergleich zum 1040er. Es ist beides gut, es ist nicht schlecht jetzt. Ne? Also ihr könnt beide gut ablesen, ist kein Thema. Es ist halt wirklich nur, wenn ihr es im direkten Vergleich habt, seht ihr auf jeden Fall definitiv hier zwischen den beiden Geräten einen Unterschied. Vorteil des Memory Pixel Displays ist halt, wirklich eindeutig, wenn ihr voll die Sonne reinknallt habt, der hat natürlich hier nochmal so eine Reflexion und ihr bekommt dann das Ganze etwas besser angezeigt und natürlich dann, wenn wir nach dem Akkuverbrauch sehen, wahrscheinlich auch dann deutlich nochmal stromsparender als das LCD-Display von Garmin. Aber wie gesagt, auch das ist in der Sonne sehr gut ablesbar und ohne Probleme zu sehen. Außer wenn man so ein bisschen vom Winkel kommt, kann man ganz gut sehen, dass der Winkel das Display so ein bisschen abdunkelt. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hatte damit bisher noch keine Probleme gehabt. Aber ich würde mal sagen, wir biegen jetzt einmal falsch ab, weil wir einfach im Trott weiterfahren und gucken einfach mal, was passiert. So, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Wir biegen jetzt einfach links ab. Ja, man kann sehen, man ist schon von der Strecke ab. Man kriegt auch hier immer die Warnung, wenn man es einstellt, dass man auf schlechtem Gelände ist oder vorher schon. Alter. So. Ja, jetzt sind wir hier von der Strecke abgekommen. Wir sind jetzt hier. Wir können die Umleitung aktivieren bzw. rechnen lassen. Dann rechnen die Geräte hier durch. Seht hier, die alternative Route wird berechnet. Das heißt also, es wird geschaut, wie kommst du wieder zurück auf deine Route. Wir sind jetzt hier einfach den Weg weiterfahren, stoßen direkt drauf zu. Das gleiche auch hier. Ihr könnt das Ganze nochmal mit los bestätigen. Dann kommt ihr direkt drauf und bekommt es auch gleich angezeigt. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze dann hier zu umgehen. Wenn wir uns mal den Abstand anschauen, das ist schon ein ganz schönes Stück. Wir standen etwa an diesem Punkt hier. Also so, ich würde sagen, 100 Meter sind wir jetzt schon gefahren. Also da sind die Geräte momentan ein bisschen zäh. Die waren früher irgendwie fixer. Ich weiß nicht, an was das genau liegt, aber es ist kein Problem. Wie gesagt, ihr bekommt dann hier die Alternative angezeigt. Wir sehen auch hier unbefestigtes Gebiet, unbefestigte Straße. Habe ich jetzt hier eine Meldung bekommen beim 1040er. Die bekommen wir auch beim 1050er. Die habe ich jetzt irgendwie weggeklickt. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, wenn wir uns von unten nach oben ziehen, können wir uns nämlich hier die Gartendetails anzeigen lassen. Wir sehen hier Segmente, die populären Strecken, Streckenpunkte. Also ich habe das alles aktiviert oder gefahren auf der Straße bekommen, die angezeigt, als auch Climb Pro. Das gleiche geht natürlich auch beim 1040er. Hier könnt ihr dann auch das Ganze einstellen, das gleiche. Und wir sehen auch hier, ist noch nicht alles 100% übersetzt worden. Ich habe jetzt das neueste Update drauf, mit dem, wo dann Sicherheitshinweise gab. Das ist wohl noch nicht ganz so top. Und wenn ihr auf die Karte drauf drückt, da gibt es dann nämlich auch einen kleinen Unterschied. Ihr habt dann jetzt die Möglichkeit, hier Gefahrenpunkte zu melden, zum Beispiel ja Tiere, irgendwelche anderen Sachen, die auf der Straße sind oder generelle Gefahren. Das wird dann synchronisiert. Ihr könnt hier drauf drücken und das reporten. Das machen wir jetzt nicht. Wir drücken jetzt auf X. Und wenn ihr das Ganze im Handy verbunden habt mit Garmin Connect, dann bekommen andere Radfahrer das ebenfalls gemeldet auf ihren Edge-Geräten, die das unterstützen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, hier dann die Gefahren zu sehen. Und macht das bitte nur, wenn ihr das dann hier wirklich auch habt. Voraussetzung auch dafür natürlich, wenn ihr das haben möchte, dass ebenfalls das Ganze dann synchronisiert wird mit Garmin Connect. Das gleiche gibt es dann auch im 1050er. Hier ist es ein bisschen anders. Wir haben nämlich einmal Gefahr. Also wir können auch ebenfalls die Gefahren melden. Hier ist alles auf Deutsch, wie ihr seht. Das ist übersetzt worden. Aber was neu hinzukommt, wenn wir das Ganze mal vergleichen, ist einmal hier den Home-Button. Das haben wir hier. Start. Ups. Einmal hier Start. Hier ist Home. Na, das verschwindet wieder. Was wir hier beim Edge 1050 noch bekommen, ist nämlich die Klingel. Hier können wir klingeln. Die haben wir leider auf dem 1040er an dieser Stelle leider nicht.
if you want somebody else who might have died. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Ja, was beide Geräte auch unterstützen, ist die sogenannte Stamina-Funktion. Wir sind jetzt hier. Meine Wattzahl, die geht gerade zurück, 46,0, die Kurve, was ich getreten habe. Und wir sehen auch hier unten, dass ebenfalls hier die Wattzahl angezeigt wird und die Herzfrequenz. Und ganz oben seht ihr dann die Stamina. Wir sehen jetzt hier bei meiner Belastung, die ich jetzt habe, ist aktuell noch 153 Kilometer drin. Habe 93% Stamina, gesamt 93. Der Edge 1040 ist ein Prozent höher, ein Kilometer höher. Aber ja, das berechnet die Geräte selber. Da habt ihr dann einen Überblick und könnt so eure Kraft einsparen. Ihr habt in Garmin Connect auch die Möglichkeit, Streckenpunkte zu hinterlegen, wenn ihr das Ganze plant. Auch für Komoot ist das möglich. Wie das Ganze mit Komoot dann funktioniert, habe ich mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich dir mal. Hier könnt ihr ganz gut sehen, wir haben jetzt zum Beispiel Toilette hinterlegt. Oder lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Wir sind hier, ihr könnt nämlich auch eigene Texte reinschreiben und Icons auswählen. Und so habt ihr dann eine Übersicht. Ihr bekommt aber die Kilometer angezeigt. Aber dann auch die geschätzte Zeit, geschätzte Zeit, wann ungefähr da ist, 11 Minuten 3. Und so habt ihr das dann auch mit im Überblick. Ein Datenfeld, was wir nur auf dem 1040er haben, ist dann das Solarpanel. Wir sehen jetzt hier Intensität durchschnittlich 12%, das ist also sehr relativ mau Akkunutzung. Sehen wir hier dann auch mal die Minuten, die wir hier dazu gewonnen haben. Besser als nichts, aber wie gesagt, die Wetterverhältnisse sind alles andere als gut heute. Aber nichtsdestotrotz sehr effizient das Ganze. Und so hast du natürlich bei maximaler Sonneneinstrahlung, hoppala, die Möglichkeit, das Ganze dann hier auch aufzuladen. Beziehungsweise du kannst das Gerät auch in die Sonne legen, wenn du dann gerade eine Pause machst. Und dann lädt sich das auch entsprechend ebenfalls auf. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier eure Datenfelder selber zu gestalten. Das habe ich jetzt zum Beispiel selber gemacht. Ja gut, so sinnvoll ist es jetzt nicht. Man sieht einmal hier einen Timer, 48 Minuten. Die verstrichene Zeit ist jetzt hier deckungsgleich. Das würde jetzt nicht unterscheiden, wenn ich jetzt immer auf Pause drücken würde. Wir haben hier oben zum Beispiel durchschnittliche Leistung, habe ich nur angegeben, verstrichene Zeit, also es ist nicht so ganz synchron, was ich gemacht habe. Was ich euch aber zeigen möchte, ist die Schaltung. Wir sehen einmal hier die Akkustände meiner Schaltung, sowohl der Hebel als auch hinten des Umschalters. Und wir sehen auch dann hier, was die Übersetzung ist, die ich gerade habe, 0,8. Das gleiche haben wir natürlich auch hier auf dem Edge 1040. Und hier nervt es tatsächlich manchmal so ein bisschen, dass ich immer wieder die Sensoren verbinde, dass hier rumpiepst. Das ist leider ein Problem, das haben die 1040er, 1030er Geräte hier so ein bisschen. Ja, das ist aber nicht während der Fahrt, das ist nur, wenn man rumsteht. Da kann sowas mal passieren, wenn dann hier die Sensoren mal kurz in die Ruhepause gehen, dann sie wieder aktiv werden. Und ihr könnt euch natürlich auf die Navigation ein Datenfeld erstellen. Ich habe zum Beispiel oben jetzt eins mit dem verbleibenden Höhenmeter, 314. Die aktuelle Distanz, das ist nicht so viel, ich filme sehr viel. Die geschätzte Ankunftszeit ist 18.30 Uhr, wenn ich jetzt so weiterfahren würde. Zeit bis zum Ziel, das ist jetzt ein bisschen, ja, man steht, dann wird es hier ein bisschen verfälscht. Und wir sehen hier Sonnenuntergang, ist um 21.04 Uhr, das habe ich mal reingemacht. Die verstrichene Zeit ist 50 Minuten und wir sehen jetzt auch hier unten die geschätzte Ankunftszeit ist 18.31 Uhr, da sogar ganz genau mit Sekunden, weil das Feld größer ist. Auch hier Zeit bis zum Ziel 27.24 und Distanz zum Ziel ist 22.79 und Sonnenuntergang wird ebenfalls hier mit angezeigt. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch euch hier die Steigung generell anzeigen zu lassen. Sehen Sie hier, man kann einfach hier durch die Felder durchwischen. Ich habe jetzt hier einige angelegt, um euch das alles hier zu zeigen. Sehen Sie hier zum Beispiel das Gesamthöhenprofil, können wir uns ebenfalls mit anzeigen lassen und da können wir auch raus und reinzoomen. Beide Geräte unterstützen auch Garmin Connect IQ. Das heißt also, ihr könnt dann auch Datenfelder erweitern oder Zusatzgeräte installieren, wie zum Beispiel den Core-Temperatursensor. Oder dann hier zum Beispiel mit Club Mapfield heißt das, könnt ihr dann auch hier mehrere Datensätze in einem Feld anzeigen lassen. Das ist gerade interessant, zum Beispiel bei Climb Pro könnt ihr dann hier nochmal alles erweitern, wie ihr es haben möchtet. Weil hier sind nämlich nur maximal zwei Felder möglich, also zwei Datensätze. Ihr könnt es aber dann bis zu, glaube ich, 8 Feldern erweitern, wenn ihr das möchtet. Ist natürlich sehr relativ klein, aber nichtsdestotrotz besser als gar nichts. Ja, noch eine kleine Ergänzung zur Stamina-Funktion. Die geht auch nur dann richtig, wenn ihr dann auch ein Leistungsmesser habt. Das heißt also, ihr müsst einen Herzfrequenzgurt verbunden haben und einen Leistungsmesser, damit du das Ganze dann auch hier nutzen kannst. Ja, zum Thema Sicherheit gibt es dann auch noch zwei, drei Worte zu verlieren. Beide Geräte unterstützen auch eine Sturzerkennung. Das heißt also, wenn du im Rad und Rennrad unterwegs bist, hast du eine Sturzerkennung dabei. Wie wird das Ganze gemeldet? Ganz einfach. Du musst dann hier dein Handy dabei haben, ein Netz haben. Mit Garmin Connect müssen die Geräte verbunden sein und dann werden deine Notfallkontakte alarmiert, wo du gerade bist. Und es gibt dann auch sogenannte Live-Track-Funktion. Das bedeutet, wenn du jetzt unterwegs bist, dann kannst du hier deinen Kontakt die Daten schicken lassen per E-Mail. Wer weiß, wo du unterwegs bist, sieht es hier dann anhand eines blauen Pfeils, wo du gefahren bist, blauen Route, Entschuldigung, und des rosanen Bereichs dann, wo ihr dann auch fahren sollt, wenn du eine Route geplant hast und so weißt du dann immer, wo du dann unterwegs bist, falls dann irgendwas passieren sollte.
ja, auf der Karte seht ihr dann auch immer, wann die nächste Abbiegung kommt. Das wäre jetzt in 300 Metern. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, die Geräte spiegeln auch so ein bisschen. Es ist auf der Kamera etwas schlimmer als im Realen, aber es ist nicht zu verleugnen, so ein bisschen spiegeln beide Geräte hier. So, wir sind jetzt noch 200 Meter vor der Abbiegung. Jetzt hier müssen wir gleich links ab. Haben schon gleich einen Piepston gekriegt. So, wir müssen jetzt gleich abbiegen. Jetzt haben wir schon ein Signal gehört. So, das Piep, Piep, Piep. Als erstes war der Edge 1040. Die Ansage mit dem Ding-Dong. Und dann die Ausgabe war der 1050. Und ihr habt aber die Möglichkeit, die Sprachausgabe auch auszustellen. Das heißt also, ihr könnt auch nur zu so einem Ding-Dong arbeiten. Das geht an der Stelle auch. Ich bitte das Wackeln hier ein bisschen zu entschuldigen. Es ist gerade schwierig, hier hochzufahren. Ja, man kann ganz gut sehen, noch 90 Meter bis zur Abbiegung. Das Ganze zählt runter. Ich habe jetzt mal kurz stehen geblieben, dass es nicht so arg wackelt. Und dann fahren wir mal zur Kreuzung. 70 Meter. Genau, wir kriegen jetzt 70 Meter vorher nochmal die Ansage vom Edge 1050. Aber das Diddly war vom 1040. Das heißt also, auch er hat sich nochmal gemeldet. Die 70 Meter Warnung ist auch gekommen. Da habt ihr, wie gesagt, keine Sprachausgabe an der Stelle. So, da vorne kommt dann auch schon die Kreuzung. So, jetzt sind wir gleich da. Und dann sehen wir auch schon hier. 350 Meter nach rechts. Ja, so knapp 20 Meter vorher haben wir jetzt ja die Ansage nochmal gekriegt, das Piep-Piep, dass wir jetzt abbiegen müssen. Und der Edge 1050 hat uns auch gesagt, in 53 Metern geht es dann gleich wieder rechts ab. Das heißt also, hier bist du dann immer im Bilde. Infostation in 3,5. So, jetzt bekommen wir dann bei beiden Geräten die Toilette angezeigt als Wegpunkt. Hoppala, Entschuldigung. Und dann seht ihr auch hier, dass ihr den Wegpunkt erreicht habt. So. So, dann sehen wir hier, bei beiden ist jetzt die Karte aufgeploppt. Ihr könnt es weg-xen, wenn ihr wollt. Und ihr bekommt auch angezeigt, in welche Richtung das ist. Die Abbiegung seht ihr mit dem Pfeil. Oben dann in 200 Metern. Und rechts unten dann die Zeit bis zum Punkt. Ich stehe gerade, deswegen gibt es hier Verfälschung. Das heißt also, da könnt ihr auch einschätzen, wann die Abbiegung kommt. Je nachdem, wie ihr schnell seid. Das hängt natürlich dann von eurer Pace ab. Ja, man kann auch gut sehen, wenn ich jetzt fahre, dann sind die Werte hier unten identisch bei beiden. 1,29 noch bis zum Wegpunkt. Ich fahre gerade einen Berg hoch sehr langsam, deswegen dauert es etwas länger. Ja, die Strecke ist jetzt beendet. 1:37 haben wir jetzt gebraucht. Halten das Ganze jetzt mal an. Sind auch hier, bekommen dann hier einmal einen Stopp angezeigt. Rechts unten können wir das Ganze dann hier beenden. Ihr könnt das Ganze speichern. Wir sehen auch hier einmal die Höhe, die wir gefahren sind, beziehungsweise natürlich auch hier die Strecke insgesamt. Wenn wir jetzt auch mal auf Speichern gehen, können wir dann theoretisch auch, wenn wir möchten, die Flüssigkeiten speichern. Das möchte ich jetzt aber nicht. So, sind auf beiden hier. Live-Track ist beendet. Das heißt also, das Tragen wurde beendet. Wir sehen jetzt hier eine kleine Übersicht. Die Höhenpunkte, die Trainingsbelastung bekommen wir angezeigt. Die Erholungszeit als auch die Hitzebelastung und Höhenakklimatisierung. Hitzebelastung kommt, wenn es über 21 Grad ist. Wir sehen hier, momentan ist es bei 23%. Das bedeutet, ja, ich bin noch nicht ganz der Hitze angepasst. Wenn es wieder heiß wird, geht meine Leistung zurück. Das gleiche haben wir unten übrigens auch. Sehen wir das auch in der Übersicht. Wir sehen auch hier, Höhenakklimatisierung geht runter, weil ich jetzt nicht mehr überhalb von, ich glaube, 800 Meter ist es, bis es gilt. Ich war jetzt gerade im Urlaub in den Bergen. Deswegen habe ich jetzt hier noch eine Anpassung auf 1100 Metern. Wir sehen auch nochmal so einen kleinen Überblick der ja, Solarenergieladung, die wir jetzt hier haben. Wir sehen hier Intensität 8% und verstrichen 1,37 und Zeit 27 geladen. Und ihr bekommt auch einen kleinen Akkustand eurer Sensoren, ob das alles in Ordnung ist, ob da was geladen werden muss. Das finde ich auch ganz praktisch. Und ihr bekommt auch einen Warnhinweis, wenn ein Sensor die Batterie leer ist. Das gleiche ist natürlich auch hier beim Edge 1050. Wir sehen nämlich hier, der Wahoo-Kadenz ist nämlich jetzt leer und ausgegraut. Der ist hier unten nicht verbunden gewesen. Und da habt ihr das hier so im Überblick, wie das Ganze dann hier aussieht. Also sieht hier alles in Ordnung. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier auf OK. Dann wird das Ganze auch mit Garmin Connect dann synchronisiert. Wir haben dann auch noch eine Übersicht dann hier des Trainingseffektes. Könnt ihr euch auch nochmal anzeigen lassen. Das heißt also, auch wenn ihr euch navigieren lasst, wird das alles dann hier in eure Trainingsdaten berücksichtigt und habt das mit dabei, als natürlich nochmal eine Gesamtstatistik der ganzen Tour. Und wenn wir runtergehen, sehen wir das gleiche ebenfalls hier mit in der Auswertung. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mal hier komplett. Wenn wir mal den Akkustand anschauen, wir sehen es hier, 1,37 ist es jetzt hier die Tour gewesen von der Zeit her. Akkustand ist jetzt hier 88%. Ich hatte, wie gesagt, nur Multiband an.
und Auto. Das heißt also, ihr könnt das Ganze auch noch optimieren, indem ihr intelligentes GPS nehmt, wo dann das Gerät selber entscheidet, welches ja, GPS nehmen soll. Und ihr könnt natürlich die Helligkeit auch selber einstellen. Da rechne ich euch das mal hoch. Und beim Edge 1040 haben wir einen Akkustand von 45%. Wir haben ja gesehen, die Solarladung war nicht so ganz optimal. Und auch hier ist das Ganze dann auf Auto eingestellt. Ja, das war jetzt mal ein sehr interessanter Akkuwert, was den Edge 1040 und 1050 angeht. Das Ganze hat aber einen Grund. Beim Edge 1040 ist mir passiert, dass ich während der Tour wohl versehentlich die automatische Beleuchtung ausgestellt habe und die maximale Beleuchtung eingestellt habe. Das heißt also, der Edge 1040 hat hier die maximale Beleuchtung angezeigt, was hier natürlich enorm Strom verbraucht. Und so kam ich jetzt hier auf den Verbrauch von 14,23%, also heißt auf eine maximale Laufzeit von 7 Stunden, wenn man jetzt hier in diesem Modus gefahren wäre. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen, wenn das Ganze automatisch eingestellt wäre und das Display entsprechend sich abgedunkelt hätte. Ein anderer Faktor ist natürlich dann auch das Wetter. Wenn das Wetter schlecht ist, muss der Edge 1040 hier auch mehr Hintergrundbeleuchtung nutzen. Dieser hat ja ein Memory-in-Pixel-Display verbaut. Das heißt also, wenn die Sonne direkt drauf scheint, bekommst du ja die optimale Beleuchtung und eine optimale Ausleuchtung des Displays. Hast also fast keinen Stromverbrauch. Und bei meinem Edge 1040 Solar speisen wir natürlich dann auch hier Strom ein. Um das Ganze aber mal in Relation zu setzen, dass der Edge 1040 auch sehr gute Akkulaufzeiten hat, wenn alles normal eingestellt ist, da bekomme ich dann, wenn ich zum Beispiel im Wald unterwegs war und es war ein bisschen schattig und ja, teils Sonne, da kam ich dann auf eine Laufzeit oder beziehungsweise auf einen Akkuverbrauch pro Stunde von 1,82%. Das macht etwa 55 Stunden Laufzeit. Dabei waren dann 4 Sensoren verbunden. Einmal die Schaltung, einmal die Rallye-Pedale, der Herzfrequenzsensor und der Geschwindigkeitssensor. Bei einer weiteren Fahrt komplett in der Sonne kam ich dann sogar auf einen Verbrauch von 1,58% pro Stunde, wobei man sagen muss, da hatte ich nur einen Sensor verbunden, das war dann der Herzfrequenzsensor, das war ein Leihrad und da hätte ich jetzt eine theoretische Zeit von 63 Stunden hingebracht. Die Tour selber hat 8 Stunden gedauert und der Akkuverbrauch war wirklich hier sehr niedrig. Das heißt also, der Edge 1040 hat ansonsten wirklich sehr, sehr gute Akkulaufzeiten. Wenn man sich das Ganze mit dem Edge 1050 anschaut, auf dieser Tour hatte ich jetzt einen Verbrauch von 4,38%, was etwa 22,8 oder knapp 23 Stunden Laufzeit entspricht. Hier haben wir ja das Thema, dass wir hier ein LCD-Display verbaut haben. Das heißt also, es muss immer im Hintergrund beleuchtet werden. Und anders als beim Edge 1040, der, wenn es die Sonne voll drauf scheint, hier seine ja, Beleuchtung zurückfahren kann und einfach Strom spart, ist es genau umgekehrt beim 1050er. Der muss seine Beleuchtung hochfahren, umso sonniger es wird. Das heißt also, wenn die Sonne voll drauf knallt, hast du dann auch die maximale Helligkeit, um das Ganze anzuzeigen, was natürlich dann hier auf den Stromverbrauch drauf geht. Und da habe ich dann auch nochmal weitere Vergleiche. Ich habe zum Beispiel mal eine Tour gemacht, bei dem hier voll die Sonne reingeknallt hat. Das heißt, dauerhaft ja, die Sonne eigentlich drauf geschienen hat. Man muss das Ganze dann auch entsprechend ausleuchten. Da habe ich dann einen Verbrauch von 5,97% gehabt, also deutlich höher als jetzt bei meinem aktuellen Test. Dabei war auch nur ein Sensor verbunden, auch nur ein Herzfrequenzsensor, weil es ebenfalls ein Leihrad war. Und hier bin ich auf eine Laufzeit von 16 bis 17 Stunden mit dem Edge 1050 hochgerechnet bekommen. Bei meiner dritten Fahrt, die sehr wechselhaft war, das heißt, es hat mal geregnet, hat Sonne geschienen, da war ich so knapp 6 Stunden unterwegs und hier hatte ich auch ebenfalls nur einen Sensor verboten. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass die Sonne nicht so drauf geknallt hat und das Gerät das Ganze nicht ausleuchten musste bzw. anpassen musste, hatte ich hier nur einen Verbrauch von 4,22%. Das heißt also, so ungefähr 23, 24 Stunden Laufzeit wäre an dieser Stelle mit dieser Konstellation möglich gewesen. Insgesamt kann man sagen, die Akkulaufzeit mit dem Memory-in-Pixel-Display mit dem Edge 1040 ist auf jeden Fall hier deutlich länger als mit dem Edge 1050. Nichtsdestotrotz, auch mit dem Edge 1050 kannst du hier 2 Tage fahren, je nachdem wie lange du fährst, um hier deine Aktivitäten aufzuzeichnen. Und dann muss das Gerät natürlich dann wieder aufladen. Aber ich denke, für den normalen Gebrauch ist es auf jeden Fall hier ausreichend, was wir an Akkulaufzeit bekommen. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier verschiedene Displays verbaut. Softwaretechnisch ist doch fast alles gleich. Es wird wahrscheinlich mal irgendwann der Fall sein, dass nur noch ein Update aufs 1050er kommt und der 1040er kein Update mehr bekommt. Bei dem Level sind wir aktuell aber noch nicht angekommen. Weiterer Unterschied ist natürlich dann hier die Sprachausgabe. Ihr könnt natürlich jetzt hier beim Edge 1050 Sprachausgabe aktivieren und ihr könnt auch die Lautstärke einstellen. Das geht natürlich bautechnisch bedingt beim 1040er nicht mehr, weil einfach hier keine Lautsprecher dieser Art verbaut sind, um das Ganze euch hier anzubieten. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Gerät für dich hier interessant ist. Bevorzugst du dann doch das schönere Display und die Sprachausgabe? Oder sagst du, okay, ich brauche das Display jetzt nicht, mir ist das Gerät auch zu teuer, also der 1050er ist auf jeden Fall kein günstiges Gerät. Ich gehe doch lieber auf den 1040er, der wahrscheinlich jetzt auch hin und wieder auch schon Angebote hat. Schreib es mal gerne in den Kommentar, was für dich da in Frage kommt oder kommt vielleicht für dich ein anderes Gerät in Frage. Schreib es wie gesagt gerne mal rein, ich freue mich da auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Fahrradnavigationsgeräte sehen möchtest, ich habe hier eine Playlist,
Da sind auch weitere Geräte dabei, zum Beispiel Karoo habe ich dabei. Ich teste jetzt auch dann Karoo 3, falls sich das interessiert. Da wird dann ebenfalls da auftauchen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Wenn das Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich und Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.